Wir sind hier beim Faktencheck. Ich fange mal an mit dem Herrn Moring. Ja? Herr Moring, ich weiß nicht, wer aus seinem Gehege nicht so oft rauskommt, aber Sie scheinen auch nicht oft draußen zu sein. Der Wahlkreis 30 ist Ihr Wahlkreis, Herr Moring, und der Wahlkreis 30 grenzt an den Wahlkreis 37. Und das ist der westliche Jena-Wahlkreis. Und der westliche Jena-Wahlkreis wurde auch geändert, Herr Moring. Da brauchen wir nicht groß die Geografie auf den Kopf zu stellen. Das grenzt aneinander. Und man hätte die Aufteilung auch anders vornehmen können, wenn man nicht den Tunnelblick auf Sie, wenn man nicht auf Sie fixiert gewesen wäre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Herr Dittes, ich weiß auch nicht, was Sie den ganzen Tag machen. Ich habe hier den Änderungsantrag vorliegen. So, und da blätter ich den durch. Und die letzte Seite nur mal, da steht bei mir Seite 30 von 30. Also wie Sie auf 21 Seiten kommen, weiß ich nicht. Wenn man die Anlage mal weglässt, komme ich immer noch auf Seite 22 von 22. Wahrscheinlich werden Sie auch nur partiell und nur bruchstückhaft von Ihren Referenten unterrichtet. 30 Seiten, genau wie ich es gesagt habe. Brandner hatte mal wieder recht. Brandner ist an der AfD. Damit ist auch das richtig, meine Damen und Herren. Wir machen uns übrigens gar keine Gedanken, wie Sie da untereinander irgendwas zuschneiden, weil die AfD in der Lage ist, jeden Wahlkreis in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland direkt zu gewinnen. Strukturell haben wir damit kein Problem. Da können Sie hin und her schieben, wie Sie wollen. Am Ende werden Sie sehen, das Land wird genauso blau, wie der Landtag morgen Abend hier beleuchtet wird. Das wird die Zukunft zeigen. Und dann wundert mich ja noch, dass der Herr Landtagspräsident, ich will ihn nicht kritisieren, aber es hat einfach durchgehen lassen, dass hier Interne aus den Ausschüssen wieder verbreitet werden unter Verstoß gegen die Geschäftsordnung. Herr Moring und Herr Abgeordneter Brandner, erstens haben Sie damit angefangen und zweitens mache ich darauf aufmerksam, dass die Geografie etwas anderes ist als das, was Sie hier vorne vom Rednerpult erzählen. Dass ich den Ausschuss verlassen hatte, dem ich nicht angehörte, ist ja wohl durchaus legitim. Und außerdem war es mir zu blöd, muss ich Ihnen sagen. Sie hatten die Ausschusssitzung bis 6:45 unterbrochen. Bis 6:20 war immer noch nicht wieder angefangen. Sie waren unterwegs, alle anderen waren unterwegs, dann bin ich auch gegangen. Und dann haben Sie offenbar irgendwann angefangen mit Ihrem Ausschuss, da war der irgendwann zu Ende. Und da hat mir keiner gesagt, dass der zu Ende war, weshalb ich dann auch nicht wusste, wann der Justizausschuss anfängt. So einfach ist das. Bleiben Sie bei den Fakten. Das war jetzt also dritter Fakt, dritte Mal von Ihnen falsch, dritte Mal hatte die AfD und Brandner recht, meine Damen und Herren. Es gibt Der letzte Punkt, wenn Herr Moring sagt, wir hätten keine Vorschläge gemacht, uns nicht eingebracht, Herr Moring, da haben Sie recht. Und woran lag das? Weil Sie sich mit dem demokratischen Block von links in ein Hinterzimmer verkrochen hatten, zugemacht hatten und die AfD nicht reingelassen haben. Und da frage ich Sie, wie sollen wir denn Vorschläge machen, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie da in dem Hinterzimmer ausbrüten und auskummeln. Das war einfach schlicht und ergreifend objektiv unmöglich, sich da einzubringen. Deshalb haben wir es auch nicht getan. Wir haben hingegen die Chance genutzt, heute hier unsere Meinung zu sagen. Ich denke mal, das war jetzt abschließend. Ich bin froh, dass ich diese Landtagssitzung nicht gewaltmäßig sozusagen verlassen werden musste. Und Sie sehen auch, in unserer attraktiven Bundestagsliste der AfD haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, den Brandner auf legalem Wege, nicht nur durch Ordnungsrufe loszuwerden, sondern wählen Sie einfach bei der Bundestagswahl fleißig die AfD. Und der Brandner ist so schnell verschwunden in diesem Landtag, so schnell können Sie gar nicht gucken. Vielen Dank.